Jo, hallo liebe Leute, und weiter geht's mit Fishing Planet. Ja, die nächste Zeit werde ich nur mit dem Hauptaccount unterwegs sein, weil ich muss Punkte machen, also Ligapunkte, und nebenbei spiele ich hier diese Wettbewerbe. Und so, jetzt habe ich mich hier für diesen Wettbewerb angemeldet. Marmorrausch am Tiber. Geht eine halbe Stunde. Und jo, fangen Sie alle Formen von marmorierter Forelle. Verwenden Sie Spinfish-Ausrüstung und einen Setzkescher. Nur vom Boot aus gefangene Fische geben Punkte. Das Primärziel ist, eine marmorierte Forelle genau mit 1 Kilo zu fangen. Oder so nah dran wie möglich. Aha. Ich dachte, fangen Sie alle Formen von marmorierte. Soll ich mich da verlesen? Fangen Sie alle Formen von marmorierte Forelle. Und wenn ich hier reingucke, dann steht da marmorierte Forelle mit genau 1 Kilo. Also was denn nun? Also Form oder 1 Kilo? Oder beides? Das ist schon wieder merkwürdig. So, das Ganze mache ich mit der River Spear 250, der Leviathan 8000, der Braid 027. Vorfach kann man weglassen. Das werde ich jetzt auch mal tun. Einfach mal rausschmeißen das Vorfach, Köder neu ausrüsten, obwohl ich werde mal hier mit dem Narrow Spoon anfangen. Und zwar den hier, den Narrow Spoon 7 Gramm Raute 1.0 in blau holographisch. Mit dem werde ich beginnen. Das Ganze natürlich hier bei der Keimmauer, besser gesagt bei der Staumauer. Eine alte, abgebrackte Staumauer hier. Starten muss ich natürlich hier. Und geht auch gleich los in 4, 3, 2, 1. Ab in den Wettkampf. So, schnell ins Boot. Und da muss ich ganz hin wieder zurück, wenn ich will, dass meine Fische zählen. Und eine halbe Stunde habe ich insgesamt nur Zeit. Wow. So. Na komm. Wieso geht er jetzt nicht? Jetzt geht er endlich nach vorne. Hat schon wieder Zeit gekostet. So. Dann werfen wir hier in die Richtung.
Muss die Sonne da jetzt so tief stehen? Und natürlich gleich erstmal ein Fehlbiss. Immer ein bisschen tiefer. Vielleicht unterhalb des Mittelwassers. Und da haben wir die erste. Ich hoffe, es ist auch eine marmorierte. Und wenn ich Glück habe, gleich eine mit genau 1 Kilo. Das wäre natürlich super. Jo, 1,215. Ganz kleinen Tick zu groß, aber das kriegen wir noch besser hin. So, ich werde mir die Brille aufsetzen. Blende das nicht mehr so. Und die nächste. Oh, die ist zu klein. Und ist auch eine europäische. Oh, die wäre dichter dran gewesen mit 900 irgendwas Gramm. Wieder typisch, das beißt wieder erstmal gar nichts mehr. Zwei Fische und dann ist erstmal Feierabend. Fehlbiss. Besser gesagt, wie ein Fisch unterm oder überm Köder gespawnt, aber sah eher aus, als wenn er unterm Köder gespawnt ist und der Köder bei dem Fisch auf dem Rücken lag.
Und wieder europäische. Jo, ich hab's geahnt. So, wo sind jetzt hier die Marmorierten? Eine einzige Marmorierte, aber ich bin immer noch auf Platz 1. Wieder unterm Köder gespawnt. Na, es wird ganz kleines, plus Barsch, fertig. Jo, plus Barsch. Wie man sich auskennt, ne? Kommen jetzt hier. 999 Gramm oder 1001 Gramm. Oder genau 1 Kilo. Also genau 1000 Gramm. So, was brauche ich hier? Ich möchte endlich mal hier Liga-Punkte bekommen in so einem Wettbewerb hier. Geld und Bitcoins und X-Series-Köder ist im Moment gar nicht so wichtig für mich. Ich habe Interesse an diese 2250 Punkte waren es, glaube ich, hier. Schon wieder, immer bei 44 Meter, spawnt ein Fisch direkt unter dem Köder. Der ist zu groß. Europäische Entropie. Ich fange hier nur noch europäische. Wo sind die Marmorierten geblieben jetzt hier? Eine einzige Marmorierte. Und seitdem nur noch europäische oder Flussbarsch. Ganz merkwürdig hier schon wieder. Ganz merkwürdig. Es gibt keine marmorierten Forellen mehr hier.
Aha. Na, die ist aber zu klein. Aber jetzt bin ich mal wieder. Nö, ist wieder eine europäische. Es gibt nur noch europäische hier. Wo sind die marmorierten hin? Gibt's doch gar nicht. Kann nicht weg sein hier. Aha. Wieso, der fängt eine mit 2,234 Kilo und ist nur 146 Gramm entfernt. Auch so. Gut, war vielleicht seine zweite marmorierte. Die erste war über 2 Kilo, die zweite dann entweder über 1 oder unter 1 Kilo. Aha. Ui, das ist aber jetzt ein Monster. Und die erste Ingame-Stunde ist gleich durch. Dürfte Trophy sein. Jo, 3,39 Kilo Trophy. Die sind alle dichter am 1 Kilo dran als ich. Ärgerlich. Bis. So, und du hast jetzt 1,0 irgendwas. Und bist eine Marmorierte. Aber 1,4, die ist ja noch schwerer als meine erste. Ich brauche eine kleinere. Spiel ist aber wieder nicht gnädig zu mir hier. Und noch halte ich den dritten Platz. Ah, vierter Platz nur noch. So, jetzt wird es aber Zeit hier. Brauche eine knapp oder drüber oder knapp drunter oder genau 1 Kilo jetzt hier. Oh, fünfter Platz. Jetzt fangen sie alle die kleinen. Wieso ich nicht? Fehlbiss. Die sind ärgerlich. Die sind hier richtig ärgerlich. Man hat nicht viel Zeit.
Hat hier lange Turns zum Einholen hier. Immer von 60 Meter bis 10 Meter, 50 Meter lang drin, also Köderführung. Kostet richtig Zeit. Und wenn dann noch ein Fehlbisser statt ein richtiger Biss, das ist ärgerlich hoch 3. Platz 7 nur noch. Ja, wieso fangen sie jetzt alle die Kleinen? Okay. Wir mal nicht so ganz so weit raus, weil da hinten habe ich bisher noch kaum Bisse gehabt. Ein bisschen weiter raus muss ich doch noch werfen. Platz 8 nur noch. Wenn es so weitergeht, kriege ich wieder keine Punkte. Ich brauche jetzt endlich einen, der dichter dran ist an einem Kilo als diese 215 Gramm. Unter 100 Gramm sollte schon sein, dass ich mindestens Platz 3 bin. Jetzt kommt wieder gar nichts mehr hier. Aha. Oh, der hat weit unter einem Kilo und ist bestimmt wieder eine europäische. Sorry, doch. Europäische. So zum junge Hunde melken schon wieder. Ich habe einfach kein Glück bei diesen Wettbewerben. Schon seit Jahren nicht mehr. Weiß gar nicht, warum ich die überhaupt noch spiele, ey. Platz 9 nur noch.
Ich wechsle gleich nochmal den Köder. Platz 10. Na komm, Köder wechseln. So. 4 Gramm Raute 1. Barbless Spinner Raute 2. Ich versuche es erstmal mit dem Raute 1. Tut sich einfach gar nichts mehr. Okay, nochmal einen anderen Köder. Oh, shit. Ja, ich muss ja noch den langen Weg zurückfahren. Also das wird der letzte Auswurf hier. Und Platz 11. Wieder keine Punkte, irgendwie. Das ist so zum junge Hunde melken, ey. Ja, wieder der Fehlbiss. Ich komme auf Kotze hier. Platz 12. Aha. So, und du hast jetzt 999 Gramm. Und bist eine Marmorierte. Ne, natürlich eine europäische. Ne, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss los. Schon da bei dem Endpunkt da, wo ich hin muss, da noch mal ein, zwei Würfe probieren eventuell. Weil ich da schnell genug da bin. Oh komm, eck doch nicht jetzt überall an, ey.
Nee, vorher dann sagen wir echt so, da ist der Zielpunkt. Kann ich hier nochmal probieren, ob ich hier noch Marmorierte fangen kann. Ah, noch kommt, bestimmt ich daran noch. Ein Auswurf schaffe ich noch. So. Gucken, ob ich hier überhaupt marmorierte beißen. Ja komm. Wieso muss ich schon wieder zweimal die linke Maustaste drücken, damit er auswirft? Das war alles wieder nur Verzögerung hier. Damit man ja keine Chance hat. Na, hier in der Nähe vom Endpunkt werden wahrscheinlich keine marmorierten Forellen zu Hause sein. Das wäre ja zu einfach. Und wieder ein Fehlbiss. So, 1,5 Minuten knapp noch. Werden wir nochmal nach hinten raus. Aber nur ein paar Meter. Dauert das zu lange? Neunundfünfzig Sekunden. Und ich habe tatsächlich noch mal was dran, aber viel zu klein. Ja, plus Barsch war klar. Okay, dann fahren wir jetzt rein da. 30 Sekunden noch. Ja, nee, man hat hier einfach keine Chance. Beim letzten Wettbewerb da, was 1,5 Stunden gedauert hat, war ich dann ganz am Ende noch Platz 15. 5 Plätze zu weit, um Punkte zu bekommen, und hier bin ich jetzt Platz 13 und ich schätze mal bis zum Ende hin auch irgendwo zwischen 15 und 20. Okay, ja Leute, man hat einfach keine Chance, so wirklich. Die anderen haben immer mehr Glück, komischerweise. Der beste, den ich gefangen habe, war der hier mit 1,215. Und sonst nur Blödsinn. Entweder zu groß oder ja, 3,3 Trophy und nochmal 1,4. Also drei Marmorierte habe ich mal gerade gefangen. Aber vier, fünf, ne, vier europäische und zwei Flussbarsche. Jo, dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.